Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich möchte in diesem heutigen Video einmal auf zwei wichtige Punkte im Hinblick auf die Inzidenz eingehen. Wird auch ein relativ kurzes Video, weil viel gibt es dazu nicht zu sagen. Punkt 1. Die Inzidenz von 35 auf 100.000 Einwohner unterschreitet die Marke der seltenen Erkrankungen innerhalb der EU. Wenn ihr bei Google auf der Suche eingibt, seltene Erkrankungen, kommt ihr ziemlich direkt auf eine Seite vom Bundesministerium für Gesundheit, auf dem ganz klar ausgewiesen wird, 5 Erkrankungen auf 100, auf 10.000 Einwohner, 10.000 in dem Fall, ist eine seltene Erkrankung. Das bedeutet, 35 auf 100.000 sind 3,5 auf 10.000. Alleine das ist schon irreführend. Das bedeutet, wir wollen eine Inzidenz haben, die niedriger liegt als bei einer seltenen Erkrankung. Nachzuvollziehen auf der Seite des Bundesinnenministeriums unter dem Schlagwort, Suchwort seltene Erkrankung. Der zweite Punkt bei der Inzidenz ist, warum wird mit hohen Zahlen hantiert? Relativ einfach, eine hohe Zahl, ich sage jetzt mal als Beispiel, 250, klingt natürlich schlimmer als 0,25% der Bevölkerung. Das müsst ihr immer umrechnen, das sind auf 100.000, das heißt, die Inzidenz durch 100, dann habt ihr den Prozentwert. Ja. So, und wenn ich jetzt auf 100.000 0,25%. Eine Inzidenz von 250 sind 0,25%, die ein Kreis in der Bevölkerung in den letzten 7 Tagen an positiven Meldungen bekommen hat. Dann frage ich mich, das ist ja schon eine hohe Inzidenz, 250. Wenn ich mit 0,25% pro Woche drangehe, wie lange dauert das, bis eine Durchseuchung stattgefunden hat? So rein hypothetisch, mathematisch gefragt. Ich glaube, das müsste jeder errechnen können, der 7. Klasse Mathematik hatte, vielleicht auch 8. Klasse. Im Dreisatz kann das jeder errechnen. Also wir reden bei der Inzidenz über einen hohen Wert, der de facto in Prozent ausgewiesen, selbst eine Inzidenz von 750 wären 0,75%. Das ist ein Witz. Wie gesagt, vor allen Dingen, wenn ich dann als Basis nehme, die 5 pro 10.000, nehme das bei den seltenen Erkrankungen mal 10, komme auf 100.000, dann bin ich bei 50. Das heißt, man würde uns eine normal verbreitete Krankheit, teilweise auch in manchen Regionen eine seltene Erkrankung, als Gott weiß was verkaufen. Einfach nur an dieser Stelle. Das waren jetzt zwei Punkte, die mir zum Wochenstart wichtig waren, euch mit auf den Weg zu geben, meine Lieben. Das ist mir jetzt einfach so durch den Kopf gegangen mit den Prozenten, weil das hatten wir gestern auch in den Kommentaren gehabt. Und irgendwie kam mir dann auch nochmal das mit den seltenen Erkrankungen in den Sinn und dachte, das packe ich jetzt in dieses Video mit rein. Weil das eine Information ist, die, glaube ich, viele interessiert. Deswegen bitte ich euch auch, teilen dieses Video, damit so viele Leute wie möglich eben genau diese Information über die Trickserei seitens unserer Regierung, seitens der Medien, einfach erfahren. Das ist gerade eine lustige Situation. Ich fahre gerade zwischen zwei anderen Pflegediensten über die Kreuzung. Ja, mein Lieber, teilt bitte dieses Video, damit so viele Leute wie möglich diese Information einfach bekommen. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein, macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch auch selbst an. Bis dahin, euer Mike.